Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Wir spielen wieder eine Runde Attila Total War mit den Dänen im Zeitalter Karls des Großen. Yo, wir hatten ja noch mal kurzerhand hier Utrecht eingenommen. Schön, wir haben uns das erste Mal die Ressource Stoff gesichert. Scheint auch jetzt nicht so schlecht zu sein. Genau. Ja, genau. Ein Kollege hat mir gepostet hier, ja, warum ich denn nicht die Supergeneräle von der Insel sozusagen mir schnappe und die wieder nach unten verfrachte. Ich habe ihm geantwortet, so nach dem Motto, naja, ich brauche das nicht unbedingt. Aber er hat natürlich nicht ganz Unrecht, muss ich jetzt mal an dieser Stelle sagen. Und ja, ich bin fast der Meinung. Ich bin fast der Meinung. Wir könnten diesen General wirklich ersetzen und nach Hause bringen. Und wir ersetzen den hier einfach durch so einen Billigheimer, Richtmeister. Und setzen den dann auf dem Festland jetzt ein. Und nachdem das so schneller geht, ist das durchaus ein gangbarer Weg. Finde ich cool. Bum, 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 bum. Brauche erstmal nicht. Korruption, das ist immer sehr schön. Gut. Der geht mal in den normalen Modus über. Hier haben wir so, ja, mittleren. Ich glaube, das ist sogar unser Erbe oder König. Ne, den lassen wir mal da ruhig. Der passt. Ich sehne mich nach einem Kampf. Für den Stamm. Ansonsten können wir jetzt hier eh nicht mehr ganz so viel machen. Könnten höchstens hier noch mal gucken, ob wir hier einen der Generäle ersetzen. Ich erwarte eure Befehle. Und den ersetzt man tatsächlich mal durch den Siegfried, hä? So. Zum Kampf. Jo, dann mache ich mal eine Runde weiter. Es wird jetzt eh spannend. Das ist unser Manneken, der tauscht mal die Truppen aus. Moment, wo? In Engern. Wo ist denn Engern? Okay, hier unten. Das ist die hier. Ja gut, da kann ich jetzt halt auch nicht gar so viel machen. Aber so ein Tempel.
Können wir hier schon mal reinziehen. Okay. Wenn ich es mir so recht überlege. Können wir tatsächlich die Jungs hier genau, du hast die da, dann kriegst du noch hier welche dazu. Chuck, 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 Chuck. Dadurch haben wir jetzt hier auch schon wieder eine ziemlich ordentliche Armee, die wir einfach noch mit so ein paar... Da ziehen wir nämlich hier schon mal rüber. Logbox-Rahmen. Mit denen ziehen wir hier nach unten. Die gehen hier rein. Und bekommen nochmal so ein paar Bauernbogenschützen dazu. Okidoki. Jetzt ist halt unsere Heimat hier hinten erstmal ungeschützt, aber das nehme ich jetzt mal in Kauf. Gut. Musterungshalle, das wird umgestaltet. Wir brauchen hier drüben unbedingt unsere Spionchens. Magdeburg ist safe. Geh mal hier rüber nach Aachen. Halberstadt. Brandenburg. Für den Stamm. Ich komme nicht ganz hin, ne? Ja, komm, dann lass uns hier bleiben. Wir müssen jetzt nichts überstürzen. Hoffe ich. Und die hier füllen wir einfach noch mit ein bisschen Sperren auf. Kann man hier was holen? Nee. Ja, komm, der. 91. Eins, zwei, drei. Kommt, Männer! Kämpft für uns! Das läuft ganz gut eigentlich. Ja, komm, also. Seid willkommen. Doch erwartet keine Höflichkeiten. Ja, dann halt nicht, ne? Krieger. Ja, das reicht so als Besatzungstruppe da unten aus. Das unverschämte Volk. Wo hat sich's denn erhoben? Hier hat sich's erhoben. Na ja, gut, okay. Angriff!
Ich mach das automatisch, Leute. Wir machen uns auf den Weg. Für den Sturm. So, schön. Pyraburg. Krieger! Die Siedlung wird belagert. Das machen wir mal automatisch. Plündern und besetzen. Ich sehne mich nach einem Kampf. Sie sollen vor uns niederkauern. Krieger! So, Lodbrocks Raben. Können hier scheinbar irgendwie ein zusätzliches Dingens bekommen? Warum ist jetzt hier Minus? Das ist eine gute Frage. Krieger! Das ist Utrecht. Yo. Niemand wird entkommen. Sie sollen vor uns niederkauern. Jetzt die große Frage. Heiliges Gebäude. Das denke ich nie verkehrt. Ach ja, nahe der belgischen Grenze, traurigerweise jetzt im Mittelpunkt des derzeitigen Geschehens durch diese verkackten Anschläge. Nebenbei, da gibt es einen Comedian auf dem ZDF, der hat da eine ganz witzige Ansicht dazu. Ich muss mal nachgucken, wie das heißt, dann sag ich euch das nochmal. Zu diesen ISIS-Anschlagsgedöns. Ja, okay, hier kommen jetzt schon ein paar Armeen. Er zieht jetzt doch ein bisschen was zusammen. So. Bereit zum Kampf. Sehr schön. Pyraburg. Kathedrale. Na, das müssen wir leider abreißen, ne? So schaut's aus. Kaserne reißen wir auch ab. Das können wir reparieren. Das wird auch repariert. Das wird repariert. Das wird auch abgerissen. So. Aber warum zum Geier? Warum zum Geier haben wir so wenig Kohle? Was hat jetzt dafür gesorgt, dass wir gar so abkacken? Ja, ich mache jetzt trotzdem mal eine Runde weiter.
Ich lege mein Schwert beiseite, um mit euch zu sprechen von Krieger zu Krieger. So ist der Lauf der Dinge. Zieht eure Ahnen zu Rate. Doch ihr werdet den Wert des Jo, das sieht doch gut aus. Ein bisschen frisches Blut in die Familie. Oh, was haben wir denn hier? Das ist Utrecht. Okay. Ja. Na, da haben wir keine Chance. Bereit zum Kampf. Wir werden diese Situation. Das kannst du auch mal schwer vergessen. Einnehmen. Ich sehne mich nach einem Kampf. Bereit zum Kampf. Sollen die sich ruhig erstmal Verstärkung holen? Okay. So. Ich erwarte eure Befehle. Was sind das hier? Sächsische Rebellen. Okay, verpisst euch mal schön. Wir machen uns auf den Weg. Ich sehne mich nach einem Kampf. Öffentliche Ordnung wäre natürlich schon cool irgendwie. Heiliger Schrein wird auch bald fertig. Utrecht. Ich bin das Messer im Dunkeln, okay. Ich rücke aus. Gut. Hier unten wird hart gefightet. Die Bayern kämpfen gegen die Übermacht an. Vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht. Jetzt schauen wir mal kurz auf die Karte. Ich muss mir irgendwie Friesland sichern und hier drüben das noch schnell mal rüberhuschen. Bremen. Nee, Osnabrück ist sächsische Rabanten. Aber vielleicht werden die jetzt bald gekapert. Wäre nicht so verkehrt.
Das will ich doch gar nicht. So, schauen wir mal, ob der vielleicht noch eine Ehefrau kriegt. Der könnte auch mal eine Ehefrau gebrauchen. Ja, hier mal die ganzen Leute unter die Haube kriegen hier. Aber wenn man nur Zeit für den Beruf hat. Ich bin eine Priesterin der alten Wege. Jetzt warten wir einfach mal ab. Boah, die haben gleich angegriffen. Das ist natürlich auch sehr strange. Aber gut. Ja, das machen wir. Gut. Unterkunft, Nahrungsmittelmarkt, ja, halte ich für angebracht, eine Metstube, ach ja, warum nicht? Kleine Stadt, lange Halle. Wunderbar. Bereit zum Kampf. Ich erwarte eure Befehle. So, in der nächsten Runde holen wir uns die Lumpen. Der Statthalter. Puh. Möge die Göttin euch segnen. Wie kann ich euch helfen? Hi. Du kannst mal hier lang fahren. Wie kann ich euch helfen? Der Schatten ist mein Freund. Feuer starten. Sabotage. Ich bin das im Dunkeln.
Sehr schön. Wie kann ich euch helfen? Feuer starten. Oh, cool. Das ist ja krass. Eieiei. Wow. Das zieht rein, würde ich sagen. Schön. Jetzt gucke ich gerade hier nochmal hin. Dürer Ingeborg. Sie kommt gleich hier an. Müssen wir dann in der nächsten Runde mal was tun. Wir könnten nebenbei bemerkt nochmal so einen Streiter uns da holen, oder? Attentäter. Jawohl. Machen wir eine Runde weiter. Und ja, gucken wir mal, dass wir jetzt vielleicht noch Gent einnehmen können. Wobei, das wird schon ziemlich krass, glaube ich. Das dürfen wir nicht unterschätzen, weil die Kirchenstaat, diese Fraktion wurde ausgelöscht. Jo. Mein Können steht euch zur Verfügung. Die Göttin führt meine Zunge. Bitte ehrt mich mit Erfolg. Krieger! So ganz fit sind meine Mannen nicht, ne? Yo, das wird jetzt ein Spaß. Greife ich die Jungs an? Wenn ich jetzt nur wüsste. Ja, in Bewegung. Mein Werk ist vorerst vollbracht. Ja gut, das sind jetzt nicht unbedingt die Besten, die er da hat. Bereit zum Kampf. Die Siedlung wird belagert. Ah, das war jetzt blöd. Rückzug, Krieger! Zieht euch zurück! Tötet! Aidan Kichitan! Nichts als Ungemach. Nordalbigen, sehr schön. Dann sind die durch. Dann können wir jetzt auf Frankfurt vorrücken. Entweder Halberstadt wird von denen hier eingenommen. Ich sehne mich nach einem Kampf. Für den Stand! Bereit zum Kampf! Ich sehne mich nach einem Kampf! So, schön. Warten wir einfach mal ab, würde ich sagen. Franconia, hier wohne ich. Sehr schön. Ja. Guck mal einfach mal. Ah, ist genau unsere Agenten hätte ich noch bewegen können. Ich bin so ein bisschen
Ich hänge in so einem luftleeren Raum, weil das Spiel, das liegt jetzt so geöffnet vor mir. Es ist jetzt gerade so eine Phase, wo ich sage, da kann jetzt viel passieren. Wie zum Beispiel das. Ich speichere das mal kurz ab. Nur für den Fall der Fälle. Und ich spiele dieses Gefecht natürlich. Wird dann zwar eine etwas längere Folge, aber das macht nichts. Ich glaube, ich habe jetzt so ungefähr eine halbe Stunde rum. Ja, jetzt kommen halt nochmal so 10 Minuten, Viertelstunde obendrauf. Aber so haben wir dann wenigstens die Chance, hier richtig was zu reißen. Oh je, und das noch am Hang. Das ist natürlich nicht so toll. Das ist nicht so toll, Leute. Die Jungs kommen mal in die Mitte. Das hier ist der Boss, der kommt dahin. Wir können uns natürlich noch... Nee, können wir nicht, oder? Nee, wir können uns nicht wahnsinnig viel zurückziehen. Feindliche Unterstützung wurde gesichtet. Auf in die Schlacht. Na komm. Echt beknackt. Die Artillerie steht bereit. Wir haben den Feind gesichtet. So. Was mir am meisten Sorgen macht, sind so ein bisschen diese... Ja, diese Einheiten hier, die sind nicht zu unterschätzen. So, die klappen wir gleich mal rum. Von da drüben kommt keiner. Mein Plan ist, ich werde jetzt drauf dreschen, was geht. Vielleicht sogar hier die da rein. Komplett drauf. Vielleicht... Okay. Okay. Und jetzt einmal
komplett nach vorne. Wieso treffen die nicht? Haben die da was gepatcht und ich hab's nicht mitgekriegt, oder was? Die Krieger wollen zu! Ah, shit. Nein, das wollte ich nicht. Ihr geht sofort wieder daran. Sehr schön. Das war wichtig. So, okay, hier drauf. Hier brechen gerade seine Reihen zusammen. Wie schon gesagt, das sieht jetzt erstmal auf den ersten Blick schon gut aus, aber ich bin noch nicht so hundertprozentig sicher, dass... So. Feindliche Einheiten sind in die Schlacht zurückgekehrt. Yeah.
Okay, da hinten. Okay, jetzt sieht's ganz gut aus, glaube ich. Jetzt wird an allen Fronten nur noch geflohen. Ja, ihr müsst sie beschäftigen, Leute. Nur dann habt ihr eine Chance. Ihr geht mal hier drauf. Ihr haut da noch ein paar... Unsere Männer haben sich versammelt. Äxte. Kampfbereit und willig. Freie Männer. Äxte. Angriff. Mit Geschossen bewaffnete Krieger. Ja. Wir töten sie alle! Ja! Tötet sie! Tötet sie! Tötet sie! Aus, Krieger! Ah! Ja! Jetzt! Schießt! Schießt auf sie! Zum Kampf bereit! Die Götter verlangen Blut! Die Männer haben aufgegeben und laufen um ihr Leben! Okay, ihr geht da drauf. Ihr geht da drauf. Unser Jen geht dahin. Wir hungern nach Blut und Kampf. Angriff! Feuer! Die Krieger wollen Blut! Okay, jetzt sind nur noch unsere Mannschkel da. So, okay. Jetzt müssen es die Bogenschützen richten, weil mit unseren Einheiten hier kommen wir, glaube ich, erstmal nicht da hoch. Könnte noch schlecht für uns ausgehen. Ich sehe den Kampf noch nicht als gewonnen an. Das ist ein ganz übler Haudegen hier. Wenn wir es nicht schaffen, sie zu binden... Schießt auf sie! Feuer!
Adimo! Angriff! Hexte! Okay, jetzt. Jetzt sieht's gut aus. Jetzt haben wir dieses fucking Gefecht gewonnen. Und wir haben ganz schön gelitten, sag ich euch. Wir haben echt Federn gelassen. Und hätten wir nicht so starke Einheiten dabei gehabt, dann wäre die Sache übel für uns ausgegangen, würde ich sagen. So, sehr schön. Damit gehört Aachen uns und wir werden dieses Terrornest ausräuchern. Plündern und besetzen, jawohl. Palast. Tribunal. Wir reißen hier alles ab und in Stücke. Wir können hier immer noch nichts kaufen. Die Siedlung wird belagert. Ich speichere das mal und versuche mal mein Glück. Automatischer Angriff. Jawohl, okay. Sieht gut aus. Ich erwarte eure Befehle. Ich sehne mich nach einem Kampf. Seid ihr bereit, dem Stamm euren Dienst zu leisten? Ja, und sowas von. Aber sowas von. Gut. Was haben wir hier? Abtei abreißen. Was haben wir hier? Nahrungsmarkt bauen. Priorat abreißen. Goldwerkstatt reparieren. Unterkunft reparieren. Gut. Hier müssen wir unbedingt versuchen, den Halftern, den Verteidiger, aufzustellen. Und der geht gleich mal hier rein. Krieger, kämpft mit uns. Achso, der. Es gibt keine Söldner mehr. Sehr komisch. Ja, lasst uns das mal anders machen. Der soll lieber hier noch so ein paar Bauern dazu kriegen. Ja, ich bin auch das Messer im Dunkeln. Ich gebe dir gleich Messer im Dunkeln. Okay, Leute, lasst uns mal kurz auf die Karte gucken. Das sieht doch schon wieder fantastisch aus. Wir haben jetzt hier zusammenhängende Landstücke. Das finde ich sehr wichtig. Was noch wichtiger ist, wir haben den Kollegen hier jetzt erstmal so abgeschnitten, dass er, wenn er will, dann muss er auch zusammenhangslose Stücke des Kuchens nehmen. Ansonsten habe ich erreicht, was ich wollte. Ich habe im Prinzip, mal abgesehen von den Bayern, alle meine Verbündeten sozusagen vom Großreich abgeschnitten. Das heißt, ich kann mir jetzt eine Stadt nach der anderen holen. Werde das natürlich auch gerne machen. Ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt hier nicht ins Hintertreffen gerate. Und ich bin sogar am Überlegen, ob ich den Bayern Frankfurt lasse oder das Frankfurt hier erstmal sausen lasse. Ich habe ja hier eine Armee stehen. Vielleicht ziehe ich auch die hier nach, wenn Halberstadt und Sachsen da einigermaßen okay sind. Und würde mich dann erstmal auf, wie heißt diese Provinz?
What the fuck? Sorry, ich kann das gerade nicht lesen. Austrasien. Okay, noch nie gehört. Ganz ehrlich, noch nie gehört. Genau, würde mich auf Austrasien und Friesland konzentrieren. Und wenn ich die habe, ja, halt so nach und nach dem Karel richtig zusetzen. Ja, hat mir wieder Spaß gemacht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, euer Don Firenze.